Wasser an. Und mal sehen, was passiert. Ah. Okay. Jetzt fließt Wasser durch. Und willkommen im modernsten Wasserionisierer-Display der Welt. Ja, krass, ey. Durchfluss, schöne Anzeige. Sehr schnell geht's raus. Das sollte ein guter Durchfluss sein, wobei ist sogar recht wenig, weil er sehr wenig Abwasser produziert. Das Abwasser-Frischwasser-Verhältnis ist unterschiedlich. Theoretisch. Praktisch, schauen wir uns auch gleich an. Wir sehen basisches Wasser zu saures Wasser. Ja. Ist halbe halbe, wenn nicht besser. Hier meine ersten Eindrücke und wir gehen auf volle Stufe. So plätschert es nicht. Jetzt sagt der pH 11, Redox minus 510 voraus berechnet. Diese Werte kann man dann ändern. Aber jetzt müsste hier langsam alles sehr blasenreich werden. Das ist richtig viel Wasser. Es ist blasenreich, ja. Nee, das ist mir nicht stark genug. Nochmal sauer. Stufe 4 sauer. Jetzt kommt da das Saure und hier das Basische. Und das Basische ist natürlich hier in diesem Fall stärker, weil das Abwasser-Frischwasser-Verhältnis natürlich anders ist. Deswegen lasse ich noch gerade ein bisschen laufen und prüfe mal dieses Wasser. Also, kommt schon gut Wasserstoff raus. Jetzt schauen wir mal, wie das ist vom Geschmack. Ich habe ja da schon einen Geschmack. Dass es violett ist, wissen wir. Schmeckt nach stark basischem Wasser, pH 10,5.